Hallo Leute, ich bin's wieder, Don Jones. Und diesmal ist das Video etwas anders, denn ihr seht es schon, ich habe kein Headset auf dem Kopf, ich habe eine Gitarre auf dem Schoß. Ja, und zwar werde ich versuchen, euch in mehreren Wochen mehrere einfache Lieder wirklich auf der Gitarre beizubringen. Und ja, ich bringe es mir selbst bei, aus Videos oder einfach nur nach Gefühl. Und wie ihr euch sicherlich dank der Überschrift vergewissern konntet, geht es diesmal um Happy Birthday. Es handelt sich um die gezupfte Version, die geschlagene, also das Typische, was man so kennt. Das kommt später wahrscheinlich auch noch. Aber keine langen Vorreden, ich würde sagen, ich fange einfach mal an und nachher erkläre ich es euch näher. Das ist ungefähr das, was ihr danach spielen solltet. Man kann es natürlich auch noch mit dem Bassline dazu machen, aber da ich, wie gesagt, selbst noch Anfänger bin und das Lied auch hier für Anfänger mache, werde ich es auch nur so spielen. Ja, und wie funktioniert das nun? Zunächst einmal braucht ihr natürlich den Rhythmus, also dam da 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 dam da 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 dam da da da. Den solltet ihr im Kopf haben. Und ja, danach ist eigentlich nur ums Zupfen. Also, ich zupfe nur die hohe E-Seite. Den Rest könnt ihr weglassen. Und praktisch könnte man auch nur alles mit dem Zeigefinger machen. Ich benutze aber einfach mehrere Hände, einfach nur, weil nachher die Lieder einfach echt schwer werden. Und wenn man das dann alles mit dem Zeigefinger versucht, klappt das nicht. Ja, ich fange einfach mal an. Also erstmal spielt man die E-Seite zweimal leer. Dann zweiter Bund, leer, 5, 4, leer, leer, 2, 7, 5, wieder zweimal leer. Dann jetzt ein großer Sprung auf den 12. Bund, der ist ziemlich weit hinten. Dann geht es runter auf die 9, dann auf die 5, die zweimal spielen, dann auf die 4. Dann auf die 2. Und dann geht's hoch wieder auf die 10. Auf die 9. 5. 7. 5. Das ist das, was ihr danach spielt. Wenn man es langsamer vorspielt, ich mach's, wer will, kann auch schon mitversuchen. Ich werde die Tab-Dinger irgendwo da unten einblenden. Es sei denn, ich vergesse es, dann weist mich bitte in den Kommentaren darauf hin. Ich fange einfach mal an. Ich hoffe mal, ihr seid mitgekommen. Ich hoffe, dieses Tutorial konnte euch helfen. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch bitte auf Gefällt mir. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht damit, was ihr wollt. Wenn ihr mehr davon hören wollt und mehr Lieder lernen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Lieder oder sonst was ihr lernen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare oder schickt mir eine PN. Ich werde jetzt erstmal im nächsten Video Harry Potter machen. Also Hedwig's Theme heißt das, glaube ich. Das weiß ich jetzt aber nicht. Also es ist die Hauptmelodie. Die ist schon etwas komplizierter, da kommt man mit dem Finger bloß nicht mehr aus. Da muss man auch mehrere machen und man schlägt auch mehrere Seiten an. Insgesamt 3 an der Zahl. Und man könnte noch den Bass einmal dazu nehmen. So, ich hoffe mal, es konnte euch weiterhelfen, das, was ich hier geredet habe. Ich hoffe, ihr könnt es auch weiterlernen und ich hoffe, ich kann euch auch zum weiteren Gitarrenlernen ermutigen. Ihr braucht keinen Lehrer, ihr habt mich, Don Jones. Ich verabschiede mich hiermit von diesem Video.